Mein Name ist Regina Schneider. Ich leite die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, eine Schule, die im Jahre 2013 am Linken Niederrhein gegründet worden ist, mit jetzt 665 Schülerinnen und Schülern und 54 Lehrerinnen und Lehrern. Die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck ist von Anfang an als Medienschule gegründet worden. Das bedeutet, dass unsere Schülerinnen und Schüler von ersten Tag an mit digitalen Medien in Lernsituationen arbeiten sollen. In den Jahrgängen 5 und 6 haben sie eine Doppelstunde Informatik in der Woche und nutzen schuleigene Leihgeräte. Ab dem Jahrgang 7 sollen sie mit ihren eigenen Geräten in allen Lernsituationen arbeiten können. Und wir haben ein Wahlpflichtfach, also Hauptfach Informatik, das bis zum Abitur durchgeführt werden soll. Jede Räumlichkeit ist ausgerichtet mit digitalen Medien, einem Beamer, Lautsprechern, WLAN-Zugang und einem Desktop-PC. Jeder Schüler hat einen Medienausweis und alle unsere Mitglieder haben einen Internet-Account, sodass die Arbeit möglich ist, natürlich nicht zwingend erforderlich, aber jederzeit möglich ist. Die Arbeit an unserer Schule in allen Bereichen gründet auf zwei Entscheidungen, nämlich Vertrauen zueinander zu haben und Verantwortung zu delegieren bzw. zu übernehmen. Diese beiden Grundhaltungen sind prägend auch für unsere Arbeit mit digitalen Medien und daraus möchte ich gerne ein Beispiel zeigen. Im Jahrgang 6 im Bereich Informatik haben zwei Mädchen ein Video erstellt zum sachgerechten und verantwortungsvollen Umgang mit WhatsApp. Dazu haben sie Bilder gemalt, sie haben Texte entworfen, gesprochen und das Ganze dann zu einem kleinen Film zusammengestellt. Dieser wird bis heute in unserer Schule verwendet und er steht auch auf unserer Homepage und kann dort eingesehen werden. Sie sind jetzt im Jahrgang 8 und nehmen teil im Unterricht Fit fürs Leben an Lernsituationen, in denen sie praktische Lebenskompetenz, Ausbildungskompetenz erwerben sollen. Dazu haben Kolleginnen ein Curriculum erstellt. Das wiederum hat ein Klassenkamerad digital aufgearbeitet in einer Prezi, sodass wir also Kollegen und Kolleginnen auch davon erzählen können, das weitergeben können und weiterentwickeln können. Wir hatten neulich Besuch von unserer Schulministerin Frau Löhrmann. Da haben wir dieses Video, also die Prezi gezeigt und ihr auch die Räumlichkeiten gezeigt, in denen Fit fürs Leben stattfindet. Eine Schülerin mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung hat einen Regenschirm in diesem Bereich erarbeitet und ihr den geschenkt. Dieses Ereignis wurde dann im Bild festgehalten von einem Mitschüler. Der hat das wiederum veröffentlicht, sodass wir also insgesamt die verschiedensten Ebenen unserer Schule auf diese Weise verbinden konnten und auch die Stärken, Kompetenzen, Möglichkeiten der Einzelnen für unsere Schulentwicklung genutzt haben. Diese Art der Zusammenarbeit der Erwachsenen, Schülerinnen und Schüler ist typisch für den Umgang mit digitalen Medien an unserer Schule und basiert tatsächlich auf Vertrauen und Verantwortung. Die Arbeit mit digitalen Medien hat tatsächlich in unserer Schule einiges verändert. Vor allem das Verhältnis von Erwachsenen zu Schülerinnen und Schülern. Während wir am Anfang gezögert haben, unsere digitalen Geräte zu zeigen und zu nutzen, ist es jetzt selbstverständlich. Und wir gehen davon aus, dass unser Gegenüber diese Geräte nicht missbraucht, sondern zu einem sinnvollen Zweck einsetzt. Zweitens haben wir festgestellt, dass wir Erwachsenen in der Regel hinter den Dingen herhinken, die Jugendliche schon können und miteinander uns auf Lernwege einlassen müssen. Gleichzeitig wissen wir und kriegen das auch von den Schülerinnen und Schülern zurückgemeldet, dass wir als Erwachsene wichtig sind für Gespräche, um Weichenstellungen auch mit ihnen zu erörtern und dann vorzunehmen. Und man kann sagen, dass das Zusammenwirken sich dadurch in der Schule verändert hat, dass es immer wieder neu eine Herausforderung, vor allem für die Erwachsenen ist, ihre eigenen Tätigkeiten, ihre Lernarrangements entsprechend so auszulegen, dass sowohl mit digitalen Medien als auch mit anderen Medien erfolgreich gelernt werden kann, entsprechend der Bedarfe und Bedürfnisse, die die Kinder und Jugendlichen auch haben. Im Grunde genommen
sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass unsere Bemühungen von Kontrolle und Sicherstellung hinfällig sind, wenn wir nicht auf der Grundlage von Vertrauen und Verantwortung arbeiten. Denn das ermöglicht tatsächlich eine weitere Herangehensweise der Kooperation und der Gestaltung von Zukunft.